Gut, andererseits bei 20 Years on MTV, Folge 20 der dritten Staffel, das Jahr 2000. Da läuten alle Glocken, oder? Das Jahr 2000, das Millennium. Unwort des Jahres wurde es, glaube ich, auch offiziell dazu gewählt. Und es war wahnsinnig oft falsch geschrieben, Millennium. Jetzt bin ich mir aber auch nicht mehr sicher, weil ich so viele verschiedene Versionen gesehen habe. Ich glaube mit 2L und 2N. Hier in der Studio-Besatzung laufen, aber wetten, dass man es nur mit einem N schreibt, ist ja eigentlich auch scheißegal. War ja 2000, ist ja vorbei. Wird erst 3000 wiederverwendet und da sind wir schon nicht mehr hier. Also drauf geschissen. Was ist 2000 noch passiert? Natürlich nicht der befürchtete Computerabsturz an Silvester, aber dafür dann dieser gefährliche I love you Virus, der dann ein paar Systeme lahmgelegt hat weltweit. Politisch natürlich eine Sache, die ein bisschen schal schmeckt im Abgang, nämlich die Wahl von George Bush zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika mit dieser legendären Handauszählung in Florida, die dann von den Demokraten angefochten wurde. Sportlich, Bayern wurde Meister, logisch. Und bei der Europameisterschaft in Holland und Belgien ein sagenhaftes Abschneiden der deutschen Fußballnationalmannschaft aus in der Vorrunde nach einem sensationellen 0:3 gegen Portugal. Jan Ullrich wurde Zweiter bei der Tour de France und Tote gab es auch, jawohl. Dieter Krebs ist gestorben im Jahr 2000 und Friedensreich Hundertwasser, der österreichische Künstler. Gut, dann steigen wir ein mit Musik und damit einer Band, die 2000 ihren endgültigen Durchbruch hatte, Him nämlich. Wir kannten ja schon Wicked Game, ne? Aber als dann Join Me rauskam, zu finden auch auf dem Soundtrack von 13th Floor, einem Film von Roland Emmerich, da ging es durch die Decke. Wochenlang Nummer 1 in der Single-Hit-Parade, wochenlang Nummer 1 mit dem Album Razorblade Romance in der Album-Hit-Parade und bis heute ja eine feste Größe. Hier sind Him mit Join Me. Das war Eminem mit The Real Slim Shady. Mit der Single, überhaupt mit seinem Album The Marshall Mathers LP, hat er seinen Ruf zementiert als jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Er hatte auch eine Menge Scheiße am Schuh zu dieser Zeit. Stress mit seiner Mama, Stress mit seiner Frau bzw. Ex-Frau, Stress mit Christina Aguilera und dann noch Vorwürfe wegen Schwulenfeindlichkeit etc. pp. All das half, um seine Platten mannigfaltig zu verkaufen. Und hey, über ihn sonst noch was zu erzählen, hieße Eulen nach Athen tragen. Es gibt eine kurze Pause und danach geht es dann weiter mit etlichen anderen Krachern aus dem Jahr 2000. Das waren Robbie Williams und Kylie Minogue mit Kids. Ein Duett, das voll Sinn machte. Man hat ihnen ja dann auch nachgesagt, dass sie was gehabt hätten. Das war aber Käse. Es war eine rein musikalische Zusammenarbeit. Zu finden war der Song auf Robbie Williams' Album Sing When You're Winning, aber auch auf Kylies Comeback-Album Light Years. Jetzt geht's weiter mit den Söhnen Mannheims und damit mit einem Song, der damals diesen Rechtsstreit vom Zaun brach. Xavier Naidoo ja als Künstler bei 3P unter Vertrag, hatte sich überlegt, er macht mit ein paar Kumpels aus der Mannheimer Ecke Musik als Söhne Mannheims. Und dann sagte Moses Pelham von 3P, das Ganze ist stimmlich ein bisschen zu sehr Xavier-lastig und somit hat er sich gedacht, die Platte darf nicht rauskommen. Und da ging es hin und her und her und hin mit dem bekannten Ausgang. Xavier hat mittlerweile sein eigenes Label und ich glaube, in ein paar Jahren reden sie auch alle wieder miteinander. Ja, und die Hitsingle von den Söhnen Mannheims aus dem Jahr 2000 war Geh davon aus. Das waren Metallica mit I Disappear, ihr erster und bis dato einziger Song, der jemals auf einem Soundtrack erschienen ist, und zwar auf dem von Mission Impossible 2. Jetzt geht's weiter mit den Guano Apes. Da erschienen 2000 eine Coverversion und zwar vom Alphaville-Klassiker Big in Japan. War zu finden auch auf dem Album Don't Give Me Names, das sich exquisit verkauft hat. Die Guano Apes ja eine feste Größe in der deutschen Musiklandschaft. Und da machte es Sinn, dass sie mal alte Helden aus den 80ern gecovert haben. Big in Japan. Das war Sting zusammen mit Chap Mummy und Desert Rose. War zu finden auf Stings 99er Album Brand New Day. Und da hat er mal so ganz vorsichtig ein bisschen mit World Music rumexperimentiert. Zwar immer noch im Pop-Kontext, aber er hat wieder mal sein schönes eigenes Süppchen rausgekocht. Wir hatten heute ja schon eine Coverversion. Guano Apes coverten Alphaville. Jetzt ist die Zeitspanne zwischen der existierenden Band und dem Original noch größer. Echt covern Unimond im Original von Rio Reiser. Echt ja eigentlich eine Spitzenband, fand ich immer super. Und ich hoffe, dass die Jungs mal irgendwann wieder eine Platte machen. Im Moment ist ja so eher Stillstand angesagt. Ja, und hier sind sie.
Das war Lenny Kravitz mit Again. Der Song war zu finden auf seiner Best-of als einziger neuer Track. Diese Best-of fasste sein Schaffen zusammen. 10 Jahre musizieren. War nur Hits drauf. 8 Millionen Mal hat sich das Ding weltweit verkauft. Sensationell eigentlich. Und für Again hat er dann auch noch einen Grammy bekommen. Das ist mal effektives Arbeiten. Gut, das Jahr 2000 also, haben wir es eingetütet. Was ist da bei mir eigentlich passiert? Ja, richtig, da habe ich hier bei diesem Sender angeheuert. Am 1.7.2000. Kinder, ihr wisst schon, wie die Zeit vergeht. La, 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 la. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.